Und das respektiere ich. Aber mein Klient hat eine Meisterschaft zu bestreiten. Bei unserer Teilnahme sind diese Lizenzbedingungen also verpflichtend. Ja, in Ordnung. Sagen Sie mir rechtzeitig Bescheid. Wiederhören. Dass die immer so widerspenstig sind. Naja, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Ich muss vor dem Rennen noch ein paar Dinge mit dir klären. Erstens, wie verlangt, eine Kopie deines Vertrags. Es ist ein bindender Vertrag, das Team behält sich aber das Recht vor, ihn bei Nichterfüllung der Anforderungen zu beenden. Du bist nur zweiter Fahrer, aber arbeite hart, erreiche deine Ziele und ich kann mehr rausholen. Ich werde auch versuchen, dich in ein paar Einladungsevents unterzubringen. Die Erfahrung und die Publicity wären gut für dein Image. Außerdem kannst du ein paar historische Autos fahren. Also dann, auf zu deiner nächsten Session. Viel Glück.
Willkommen in Melbourne. Das Training für den großen Preis von Australien dieses Wochenende fängt gleich an. Die Vorbesprechungen sind vorbei. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Fahrer zeigen, was sie drauf haben. Es gibt auf dieser Strecke also sehr viel zu tun. Worauf sollte man denn achten, wenn man fürs freie Training in das Auto steigt? Man muss zuerst grundlegende Tests vornehmen. Funktioniert das Auto richtig? Wie sind die Streckenbedingungen? Solche Dinge eben. Dann geht man ans Eingemachte und führt Test-Sessions durch, in denen man Daten sammelt, neue Teile ausprobiert und alles Mögliche einstellt. So viel echtes Training findet gar nicht statt. Viele der Fahrer kennen die Strecke bereits sehr gut, sei es durch vorige Rennen oder den Simulator. In der gnadenlosen Welt der Formel 1 sind freie Trainings ein wesentlicher Teil jedes Rennwochenendes. Während deiner Formel 1-Karriere kannst du diese Trainings nutzen, um Trainingsprogramme abzuschließen, bei denen du die Strecke kennenlernen und Punkte verdienen kannst, die du dann für die Entwicklung deines Autos investierst. Im Laufe dieser Trainings kannst du auch deine Autoeinstellungen anpassen, um noch ein paar Sekunden Bruchteile herauszuholen. Guten Morgen, Jeff hier. Ich freue mich schon, als Renningenieur mit dir zusammenzuarbeiten. Ich hoffe, du hattest eine geruhsame Nacht, denn wir haben heute eine Menge Arbeit vor uns, um uns auf die neue Saison vorzubereiten. Wir sind bereit, das Auto anzulassen. Fährst du dich raus und sorgst für ein paar Runden auf deinem Konto? Alles klar, wir wollen im Laufe dieser Session zumindest für eine Reifenmischung ein Reifenabnutzungsprogramm abschließen. Wir holen dabei wichtige Informationen bezüglich Strategie und Entwicklung ein. Es wird den Aufwand also wert sein. Während der Trainingssessions werden wir ein paar Programme durchgehen. Details findest du auf deinem Monitor. Dadurch erhalten wir nützliche Daten für das Rennen und die Werkteams. Sie sind also viel wert. Welcome to the second guest. Get your order and I say,
Yeah.